Nächster Schwachsinn der Bundesregierung. Das Wohngeld knallt jetzt um 15% rauf. Dem noch nicht genug. Es werden jetzt ab dem 1. Januar 2025 auch Kredite für Wohneigentum mit übernommen. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ich muss wirklich sagen, Sie lassen sich immer wieder neuen Schwachsinn einfallen. Ihr wisst, ich bin kritisch gegenüber dem Wohngeld. Der Staat hat es vernachlässigt, seinen Sozialwohnungsbestand zu erhalten. Die Zahl der Sozialwohnungen ist immer weiter zurückgegangen. Neue hat man nicht gebaut, neue Förderung hat man auch keine ausgereicht. So ist es inzwischen so, dass die Kommunen über 40 Milliarden Euro pro Jahr in Wohngeld investieren müssen, was nur dafür sorgt, dass jemand anderes Geld für seine Miete dazu bekommt, die zum Beispiel der Vermieter dann wieder versteuert oder eben nicht versteuert mit Abschreibungsmethoden und am Ende die Miete sogar ins Ausland fließen kann. Das ist alles im Moment geltende Rechtslage. Jetzt wollen Sie das Wohngeld um 15% anheben ab 1.1. Und ihr müsst wissen, im Schnitt bekommt der Wohngeldempfänger in diesem Lande 350 Euro oder mehr pro Monat. Das ist eine Stange Geld und der Staat, er investiert lieber 40 Milliarden Euro jedes Jahr in Wohngeld und nur ca. 4 Milliarden Euro in den sozialen Wohnungsbau. Das Problem wird also immer schlimmer. Jetzt kommen Sie um die Ecke und sagen, auch Hauskredite werden in Zukunft übernommen. Da kann man drüber diskutieren. Allerdings macht es die Bundesregierung, wie hätte es man anders erwarten sollen, ohne Bedingungen. Das heißt, man bekommt einfach das Geld und am Ende gehört einem die Immobilie selbst, obwohl die Allgemeinheit hier jetzt zum Tilgungsdienst herangezogen werden soll. Das geplante Wohngeld Plus soll Mietern mit wenig Einkommen helfen, sagen sie, aber es sollen jetzt Hauseigentümer oder Wohnungseigentümer profitieren, wenn sie nicht mehr in der Lage sind, ihren Kredit abzubezahlen. Sie sollen einen sogenannten Lastenzuschuss beantragen können, um Ausgaben wie, Achtung, Kreditzinsen, Instandhaltungskosten und Tilgung bezahlt werden. Und da habe ich ein riesengroßes Problem damit. Dass wir jemandem die Kreditzinsen miterstatten, okay. Dass wir jemandem bei den Instandhaltungskosten teilweise mithelfen, weil die teilweise ungeplant anfallen, okay. Bei der Tilgung des Kredites des Wohnungseigentümers geht es um Vermögensaufbau oder Vermögenszuwachs. Auch wenn jetzt hier wieder alle kommen, ja, aber wenn ich unverschuldet dann und dann, ich erkläre das hier in diesem Video bis ganz zum Ende. Der Staat soll jetzt dafür herangezogen werden, das Häuschen von x-beliebigen Personen hier weiter abzubezahlen. Darüber könnte man diskutieren, wenn man für den Tilgungsanteil, den der Staat demjenigen gibt, dann entsprechend eine Grundschuld oder einen Anteil am Gebäude bekommt. So nach dem Motto, wenn 50% der monatlichen Tilgung vom Staat übernommen werden und es sind noch 50% der Immobilie zu bezahlen, hat am Ende der Staat 25% gezahlt, wenn das immer so weiterläuft. Und hier müsste es eine Regelung geben, dass am Ende dem Staat auch 25% dieser Immobilie gehören. Er hat sie bezahlt. Hier wird jetzt das Ganze wieder ins Gegenteil verkehrt und dann soll das Argument herhalten, die Leute sind teilweise unverschuldet in die Notlage gekommen. Darum geht es hier gar nicht. Es geht nicht darum, dass jemand eine Wohnung verlieren soll. Es geht darum, dass der Staat niemandem einen Vermögensvorteil verschaffen darf auf Kosten anderer. Das Ganze sehen wir schon bei der Förderung von Wärmepumpen, wo man einfach über das Streichen der Mehrwertsteuer besser fördern könnte und am Ende niemanden hier bevorteilt. Es gibt jetzt diverse Konstellationen, die ihr euch ausdenken könnt, wie das Ganze hier am Ende funktioniert. Es wird mit Sicherheit Fälle geben, da ist die Immobilie zu 90% bezahlt. Und für die letzten 10% ist dann jemand am Ende auf Wohngeld angewiesen. Da hat der Staat am Ende wenig bezahlt und auch da sage ich, das müssen wir anders regeln. Wenn jemand Eigentum besitzt, Eigentum verpflichtet, steht auch so im Grundgesetz, dann muss man seine Immobilie auch einsetzen, um sich selbst zu finanzieren. Angenommen, ich besitze eine einzige Immobilie, wenn ich nicht mehr arbeiten kann oder wenn mir irgendwas passiert, kann es sein, dass ich darauf angewiesen bin, diese Immobilie sofort zu verkaufen. Einziehen macht wenig Sinn, ich muss auch den Kredit noch bezahlen. Deswegen, es kann nicht sein, dass jetzt quasi dann jeder am Ende, weil die ganzen Rahmenbedingungen wollen sie dann flexibel machen, es sollen Bürger- oder Landratsämter entscheiden. Das heißt, die Kreditstütze wird jetzt gar nicht gesetzlich ausgestaltet, sondern nur die gesetzliche Möglichkeit geschaffen.
Das ist wieder eine Tür, die Sie hier für Missbrauch öffnen. Völliger Wahnsinn, muss man da sagen. Das geplante Plus von 15% beim Wohngeld kostet dann 850 Millionen Euro im Jahr, 72 Millionen Euro jeden Monat. Aber beim Elterngeld mussten wir streichen, selbstverständlich. Die Voraussetzung hier für das Wohngeld ist weniger als 1.959 Euro Bruttoeinkommen, keine staatliche Unterstützung, das heißt kein Bürgergeld, weniger als 60.000 Euro Vermögen und die Eigentümer müssen nachweisen, dass ihnen die Kosten für die Immobilie über den Kopf wachsen. Mit Vermögen weniger als 60.000 Euro kommt hier genau der Knackpunkt. Das wird am Ende gar nicht in der Praxis dann durchführbar sein, wenn Sie es so in das Gesetz schreiben, weil ja die Immobilie im Wert auch berücksichtigt werden muss. Nochmal, ich sage, wenn wir Immobilieneigentümern Wohngeld zahlen in der Kreditphase, muss der Staat im Grundbuch stehen, zu gewissen Anteilen gehört ihm am Ende die Immobilie. Jetzt nehmt doch nur mal folgendes Beispiel. Es ist wirklich jemand, der 15 Jahre lang Wohngeld bezieht und über das Wohngeld dann am Ende 50% seines Kredites bezuschusst bekommt mit dem Lastenzuschuss und am Ende hat der Staat 25% dieses Gebäudes bezahlt. Die Person, die Eigentümer ist, kann ja aber jetzt auf einmal das Gebäude vererben. Und dann wird ein Gebäude, was zum Viertel vom Steuerzahler bezahlt wurde, wahrscheinlich steuerfrei, weil unter dem Freibetrag, vererbt. Das ist eine Ungleichbehandlung und eine Verschiebung von Vermögensanteilen, wo ich sage, da dürfen wir nicht mitspielen. Das ganze Thema Wohngeld ist an Lug und Betrug kaum zu überbieten. Der erste Fakt ist, dass wir das Geld lieber den Mietern geben, damit sie es auf die Vermieterkonten überweisen, damit die wieder die Steuer an das Land Berlin oder den Bund bezahlen. Das ist sowas von Banane. Es ist hier inzwischen in Deutschland ja Volkssport, Immobilien als Abschreibungsmodelle zu benutzen und genau daher kommt dann am Ende die hohe Steuerlast. Dennoch ist es krass ungleich verteilt. Man muss als Privatperson bis zu 42% Spitzensteuersatz auf seine Mieteinnahmen bezahlen. Das heißt, von 1.000 Euro Mieteinnahmen, Kaltmiete, gehen dann 420 Euro an das Finanzamt und mit den 580 Euro muss man dann den Rest finanzieren. Dagegen ist es zum Beispiel bei Kapitalgesellschaften möglich, den Steuersatz auf knapp 30% zu drücken. Aber genau hier kann der Staat ansetzen. Der Staat könnte sofort hingehen und könnte es zum Beispiel ausländischen Investoren verbieten, hier Grund und Boden zu kaufen, so wie sie das in Thailand gemacht haben. Damit haben sie aber das Folgeproblem, in dem Moment, wo sie den Markt beschränken für den Zugang ausländischer Investoren, bricht erstmal der Marktwert der Immobilien zusammen. Und das hat ungeahnte Folgen, weil die ganzen Banken dann mit ihren Sicherheiten nicht mehr hinterherkommen. Aber das würde wirklich helfen, wenn der Staat hingeht und sagt, okay, ausländische Investoren, wir setzen Bedingungen. Es kann nicht mehr jeder kommen und hier irgendwelche Wohnungen kaufen, um sie dann teuer zu vermieten. Also das muss man aber politisch wollen, ja? Das zweite ist, die Mehrwertsteuer senken von 19% auf 7% für alle Dienstleistungen, die mit dem Wohnen zusammenhängen, seien das die Handwerker, die zur Reparatur kommen, seien das die Einrichtungsgegenstände, die man kauft, Toilettenschüssel, Dusche. Also ein Waschbecken hat 19% Mehrwertsteuer. Ja, aber ich brauche eins. Es ist Lebensgrundlage, es ist essentiell. Deswegen, da könnte man direkt 12% Preisdruck rausnehmen und ebenfalls über die Versteuerung der Mieteinnahmen sich Gedanken machen. Denn wenn wir die Steuerlast darunter nehmen, dann haben die Vermieter wieder mehr Luft. Und ja, es gibt schwarze Schafe bei den Vermietern, aber in der Regel wollen sie ja, dass die Mieter bleiben, damit der Cashflow quasi positiv bleibt und so könnte man hier rangehen. Jetzt wird hier stattdessen ab 1.1. das Wohngeld ausgezahlt an Leute, die es irgendwie geschafft haben, in einen Immobilienkredit zu bekommen und danach dann in Schwierigkeiten gekommen sind. Ich sage nicht, man soll ihnen das Haus wegnehmen unterm Hintern, aber ich sage, wenn der Staat hier Zuschüsse leistet, muss er am Ende auch Anteile des Vermögens erhalten. Zinsen sind kein Vermögensaufbau, aber wenn hier ganz klar die Tilgung finanziert werden soll und Teile der Instandhaltung sind dann hier auch mit abzudecken, dann muss der Staat in großem Stile dann in diesen Häusern einsteigen. Ich weiß, das wird vielen nicht gefallen, aber erzähl mir mal, wie es eine gerechtere Lösung geben soll. Wieso muss ich meinen Immobilienkredit komplett alleine bezahlen und von meinen Steuern, die ich auf meine Mieteinnahmen abführen muss, bekommt dann jemand anderes den Lastenzuschuss für seine Tilgung? Ich bekomme noch nicht mal den Zuschuss für meine Fenster, habe ich euch letztens erzählt, das werden sie ablehnen. Ich frage mich, wie weit wollt ihr so Leute wie mich
dann noch weiter auspressen, auspressen und auspressen. Bis Herr Lindner dann um die Ecke kommt und sagt, naja, das mit die Immobilien nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen, das schaffen wir mal ab und das ist keine Steuererhöhung, denn die Besteuerungsgrundlage ist aktuell nur ausgesetzt. Sein Taschenspielertrick hat er vor 2 Jahren mal angekündigt. Ich glaube aber nicht, dass das mit seinen FDP-Jüngern und Brüdern zu machen ist. Ich bin aber gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du hier die Kreditstütze über das Wohngeld vom deutschen Staat? Findest du das absolut gut, absolut schlecht oder hast du eine ähnlich differenzierte Meinung wie ich und sagst, ja, natürlich, der Wohnraum soll für die Betroffenen erhalten bleiben, vor allem wenn sie unverschuldet betroffen sind, sei das Krankheit oder Jobverlust kurz vor der Rente oder sonstiges oder andere Schicksalsschläge. Oder sagst du, nein, der deutsche Staat kann auch für Steuerzahler gerne mal hier einen Tilgungszuschuss bezahlen. Ich bin gespannt, das wäre eine krasse Vermögensverteilung, in diesem Sinne sogar ein Vermögensaufbau an dem unteren Ende der Vermögenden. Das ist ja per se das, was wir eigentlich brauchen. Wir müssen alle mehr Vermögen aufbauen. Deswegen kann man jedem auch nur ans Herz legen, auch mit 5 Euro im Monat, was man auf die Seite legt, kommt man irgendwann an sein Ziel, je nachdem, wie groß das Ziel ist, wie lang die Zeit ist. Aber den Kopf in den Sand stecken, das hat noch nie jemandem geholfen. Egal wie alt man ist, egal wie arm man ist, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Das ist so ein bisschen das neue Motto für den Kanal Auswandern mit Kopf. Wenn ihr mal reinschauen wollt, früher AfD Observer. Ansonsten abonniere den Kanal X und Telegram, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Und damit ciao, bis bald.